Ja, der Testkunde, den wir vor einigen Tagen angelegt haben, hat seine erste Bestellung erhalten und möchte jetzt Weiterempfehlungen aussprechen. Das heißt, er möchte auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, doTERRA kennenzulernen. Wie kann er das machen auf die einfachste und schnellste Art und Weise? Also, dieser Testkunde geht jetzt zuerst einmal wieder auf seine Seite. Und zwar geht er dazu in seiner Browserzeile auf www.mydoterra.com und kommt dann auf diese Seite hier. So, dort gibt er jetzt, wo steht Enter oder Sign in, E-Mail oder doTERRA-ID. Dort gibt er seine ID ein. Die habe ich aufgeschrieben. Moment, ich sollte dazu reintreten. Und auch das Passwort eingeben. Das ist dann immer dein Passwort, also deine ID und dein Passwort. Es erscheint hier oben die Aufforderung oder die Frage, Passwort sichern. Du solltest es machen, denn dann brauchst du dein Passwort nicht immer neu einzugeben, wenn du dich später in deinen eigenen Account einloggst. Und ich gehe jetzt hier erstmal auf Später. So. Das dauert eine kurze Weile. Und hier ist jetzt der Testkunde auf seiner doTERRA-Seite. Das siehst du jetzt, hier oben steht der Name, hier steht jetzt Test, Test, die ID, die Sprache. Hier drunter steht jetzt noch zur ursprünglichen Webseite zurückkehren. doTERRA stellt gerade die Webseiten um. Dies ist jetzt noch eine Beta-Version. Aber ich denke, wir bleiben hier drauf, denn das Ganze ist so einfacher. Diese Version wird dann auch die offizielle Version sein und du wirst sie auch so vorfinden, wenn du auf deine Webseite gehst oder auf in deinen doTERRA-Account gehst. Also hier hast du jetzt erst einmal alle Kategorien vorgesehen oder aufgeführt, die es gibt. Mit Startseite einkaufen, so auf der Startseite sind wir jetzt. Worum es jetzt geht, ich möchte dir zeigen, wie du deinem Kunden ganz schnell Informationen über doTERRA zukommen lassen kannst. Und zwar gehst du dazu hier oben auf den Reiter My Website. Und hier findest du jetzt einen Link, der vorbereitet ist. Dieser Link, hier ist es jetzt einmal mit dem doTERRA, mit dem Testkunden, mit dem Namen des Testkunden. Dieser Link führt dann auf deine doTERRA-Empfehlungsseite. Du kannst dir einen eigenen Namen geben. Also hier steht jetzt auch, das ist jetzt der vorgesehene Name. Hier steht jetzt einmal der Name, der automatisch erzeugt wird. Du kannst hier unten einen eigenen Namen für deine Empfehlungsseite eingeben, die du dann deinem Kunden oder deinen Interessenten gibst. Ich mache hieraus jetzt einmal Testkunde. Das läuft dann unter der Seite Testkunde. Und gehe auf OK. Jetzt gucke ich nochmal hier auf meine Website. Guck mal, hier ist jetzt schon angenommen der Kunde oder der Name Testkunde für meine Seite. Und wenn du jetzt hier auf einmal klickst, dann erscheint in diesem Fall die Testkundenseite, aber dann auch deine Seite, wenn du das mit deinem eigenen Link machst. Und hier kannst du jetzt eben dem Interessenten, den du hast, schon einige Informationen zu doTERRA geben. Einmal hier ein Film. Informationen zu den Ölen. While many people believe that Das all ist oils alles are the same, they mit could deutschen not. Untertiteln und hier noch einmal etwas zur Healing Hands Stiftung. Hier hat der Kunde die oder der Interessent die Möglichkeit, sich im Shop zu informieren über die einzelnen Öle, die es gibt. Da startet jetzt auch dieses Programm, wie ich dir im Eingangsvideo gezeigt habe. Ich gehe jetzt mal hier zurück. Hier kann er sich registrieren. Hier findest du auch nochmal die ganzen Übersichten darüber, über die Unterschiede. Und hier ist nochmal eine Information über die ätherischen Öle. Das heißt, hier wird noch einmal erklärt, wie die ätherischen Öle anzuwenden sind und was ätherische Öle überhaupt sind. Ja, ich denke, wenn du diesen Link weitergibst an deinen Kunden, dann hast du eine gute Möglichkeit,
ihm schon einmal Informationen zu geben. Diesen Link, den ich dir gerade gezeigt habe, jetzt gucke ich mal eben, dass ich hier reinkomme wieder. Genau, diesen Link hier, den kannst du auch einfach kopieren, so rauskopieren und per WhatsApp oder per Mail oder wie auch immer an deinen Kunden schicken. Und er gibt dann diesen Link in seine Browserzeile ein und ist direkt auf deiner Seite. Und wenn sich jemand über diesen Link bei dir registriert, dann verdienst du auch gleich Provision. Und dazu gibt es mehr in einem späteren Video. Also, jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß, viel Freude mit deinen wundervollen Ölen und auch viele Interessenten.